In diesem Video wenden wir die theoretischen Konzepte des Kondensators auf eine Beispielaufgabe mit einem Plattenkondensator an. Gegeben ist ein Plattenkondensator mit dem Plattenabstand H, der kreisrunde Platten hat mit dem Radius R. Dazwischen liegt ein Material, mit der die Elektrizitätskonstante das heißt das 0 und yr beides enthalten. An diesem Kondensator liegt eine Spannung us. Die erste Frage ist: nun berechnen Sie die Stärke des elektrischen Feldes E zwischen den Metallscheiben. Tatsächlich ist es so, dass wenn wir da eine Spannung anlegen, dass hier dazwischen ein elektrisches Feld besteht. Das ist auch der Ort, an dem die eigentliche Energie, gespeichert wird im Kondensator drin. Der Zusammenhang zwischen Spannung und elektrischem Feld haben wir bereits gesehen. Wir können einfach das elektrische Feld über den Weg integrieren und erhalten die Spannung. In unserem Fall heißt das, dass wir zwischen den Platten das elektrische Feld integrieren über die Länge h. Da das elektrische Feld dort als homogen und konstant angenommen wird in der Aufgabenstellung, dürfen wir dies zu einer Multiplikation vereinfachen. So können wir die Formel dann auch umformen und erhalten für die Stärke des elektrischen Feldes E gleich Spannung U durch die Distanz h zwischen den Platten. Für B sollen wir nun die Ladung berechnen, die sich auf dieser Platte befindet. Auch da kennen wir bereits einen Zusammenhang, und zwar ist die Ladung gleich groß wie das Integral über eine geschlossene Fläche um ein Objekt und integriert wird das elektrische Feld multipliziert mit der Dielektrizitätskonstante des Materials. Das heißt, was wir jetzt tun, ist, wir bilden eine Integraloberfläche um diese Platte herum und integrieren das elektrische Feld über diese Oberfläche. Nun ist es aber so, dass das elektrische Feld nur zwischen den Platten existiert. Das heißt, das Integral über die Oberfläche überall sonst ist gleich 0. Mit anderen Worten können wir dieses Integral in unserem Fall, darum schreibe ich das gleich in Klammern, darauf reduzieren, dass wir die Plattenfläche mal das elektrische Feld rechnen, das da unten herrscht. Die Plattenfläche ist R mal Pi, das elektrische Feld U dividiert durch H und dann kommt noch die Konstante dazu. Schließlich sollen wir die Kapazität dieses Kondensators berechnen. Wie wir bereits gesehen haben, ist C gleich Q dividiert durch U. Wenn wir da die Werte einsetzen, die wir in den Aufgaben A und B erhalten haben, somit erhalten wir r Quadrat mal pi mal u durch h mal epsilon dividiert durch u das u können wir wegkürzen und erhalten r Quadrat mal pi dividiert durch h mal epsilon dies entspricht nicht anderem als a durch h mal epsilon und das ist genau die Formel die wir auch hier gesehen hatten für den Plattenkondensator das heißt mit dieser Aufgabe haben wir nun gezeigt wie man von dieser Formel C gleich Q durch U auf die Formel des Plattenkondensators kommt. Ähnliches könnte man auch für Kugelkondensatoren oder Zylinderkondensatoren machen, dann ist einfach das Endresultat etwas anders. Man sieht hier auch gut, dass die Kapazität eben nicht von der Spannung abhängt, weil sich diese rauskürzt.